Hi! Hallo! Hi. Ganz andere Lab-Review heute. Zu euch sprechen heute Lasse und Finn und Anna! Yay! Wir haben heute kein Auto zur Verfügung, deshalb filmen wir die Lab-Review heute so. Ich hoffe, es geht einigermaßen mit dem Wind und der fürchterlichen Natur um uns herum. Schrecklich. Und ich hoffe, wir werden nicht von irgendwelchen Passanten belästigt. Oder andersrum. Wir waren heute, ich wäre schon viel, viel früher reingegangen, wenn es nicht eines gewissen Herrn Idee gewesen wäre. Was? Dass wir zusammen reingehen. Ja, wir waren heute in... Die Mumie, der keine höflichen Kritiken kriegt allgemein. Es droht die Gefahr, dass er underperformt. Wie sage ich das jetzt? Der Film ist nicht besonders gut. der Film ist ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ja. Und das ist nicht wirklich eine Überraschung. Fand ich. Nö, nicht wirklich. Mhm. Und das Ding ist, was ihr vielleicht schon wisst, es ist nicht nur ein Mumienfilm. Ein Mumienfilm mit Tom Cruise. Das schreit nach Fortsetzung. Das schreit nicht nur nach Fortsetzung. Was, die, so ein Universum was die hier wollen, ist ein Franchise. Ein Universum-Franchise. Sofort nach dem Universal-Logo verwandelt es sich in das Dark Universe-Logo, das hier seine Premiere feiert. Mit eigener Titelmusik. Oh, scheiße. Und, ich dachte, das wäre eine ganz andere Company. Das war aber ein netter Übergang. Ja, also, das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Ja, deswegen dachte ich, vielleicht ist es ja irgendeine neue oder so. Kann ja sein. Die wollen hier, das sind die Leute bei Universal, die sagen, was ist gerade erfolgreich? Und diese Leute sagen, Shared Universes. Marvel ist damit erfolgreich und DC versucht aufzuholen und kriegt das so langsam auch so hin. Und dann sagen sie, oh gut, können wir sowas auch machen mit irgendwas? Und dann sagen, und dann sagt jemand bei Universal, wir haben ja die Rechte für die ganzen Universal Monster. Wir haben Dracula, wir haben den Wolfman, das Monster aus der Schwarzen Lagune etc. und so weiter. Und dann sagen sie, ja Mist, aber einiges davon, wir hatten ja vor kurzem schon Dracula-Film und so weiter und so fort. Was hatten wir lange nicht? Einen Mumienfilm. Okay, machen wir einen Mumienfilm. Aber machen wir den als Startfilm für dieses Universum. Wir brauchen einen zugfähigen Star. Nehmen wir Tom Cruise. Oh, okay. Alter, was ist das? Was ist das für... Ich weiß es nicht. Jetzt, wo du es erst sagst, sehe ich das selber erst mit diesem... Center, den sie da hatten, das macht irgendwie Sinn. Stellt euch vor, ihr guckt den ersten Iron Man im Jahr 2008 und alle 30 Minuten kommt Nick Fury und sagt, ich will, dass du Teil eines Teams bist, Tony Stark. Das ist genau das. Russell Crowe spielt Dr. Exposition Jekyll, der nichts weiter zu tun hat, als die ganze Zeit zu sagen, wir sind S.H.I.E.L.D., wir sind irgendeine Organisation, die... Irgendwas Lateinisches. Genau, wir erforschen Monster und bekämpfen Monster, etc. Das Böse, nicht Monster. Und wir sind aber selber teilweise Monster. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum sie den da eingebaut haben. Ich war am Anfang total verwirrt und dachte so, hä? Das hat doch jetzt überhaupt nichts mit dem Plot zu tun. Warum ist er jetzt plötzlich... Das ist so ein... Ist doch irgendwie total dämlich. Das ist so ein wundervolles Klischee, was ich so geil finde. Ja. Weil ich es halt so lächerlich doof finde. Wenn irgendjemand... Habe ich hier irgendwo ein Stück Papier? Ich nehme jetzt einfach mal einen 10-Euro-Schein. Oh. Wenn das ist quasi die erste Szene des Films. Wenn irgendjemand irgendeinen Ort betritt in einem Anzug und der guckt durch die Gegend und jemand sagt, Sir, was ist los? Und alles, was diese Person tut, ist... Der Brief. Ja. Genau. Und guck die noch nicht mal an. Ja, das ist so typisch. Okay, natürlich der Auftritt, die ersten 15 Sekunden, wo man ihn sieht, schwarz. Komplett schwarz. Ja, genau, schwarz. Und diese Art von... Und dann betrachtet er die Wand, die Wandmeißeleien mit diesem typischen Filmblick. Ja, genau so. Und dann wird alles erzählt. Ich war mega enttäuscht. Ich dachte, das wird dann so richtig raffiniert, so mit Rückblenden und so, wie er das dann hat. Wird das dann irgendwie erzählt, wie das alles gekommen ist, dass sie so ist, wie sie ist, und dann erzählen sie einfach alles und ich denke so toll. Sie erzählen es mehrfach. Sie erzählen es in einem Expositions... In verschiedenen Variationen quasi das Gleiche. Wem erzählt das Russell Crowe? Russell Crowe erzählt das nur uns. Ja. Und dann, wir sehen ihre gesamte Backstory und dann sehen wir sie noch mehrfach verteilt über den ganzen Rest des Films.
Und da haben sie ja auch die ersten drei, die Originale, aufgegriffen, weil da war es auch immer so, ganz am Anfang kommt einmal das, wie das aktuelle Artefakt, was behandelt wird, das wird ja einmal vorgestellt, genau wie bei dem hier, die komplette Vorgeschichte. Es gibt sogar einen Gastauftritt von dem Buch aus dem Original, aus dem 99er. Mit dem sie denn den Typen umgehauen hat. Mumienfilm, ja. Mhm. Also die sind, weiß ich, in gewissem Sinne sind sie vielleicht verlinkt, also es ist eine kleine Anspielung hier und da. Ja. Hattet ihr das Gefühl, ich nehme mich auch, dieser Film ist eine Mischung aus ungefähr 4 verschiedenen Drehbüchern, die separat voneinander geschrieben wurden. Und dann als und ursprünglich hatten sie halt den Einfall, oh, wir machen einen Mumie-Film. Und dann hatte irgendjemand einfach, wir machen das mit diesem Shared Universe und als Auftaktfilm für unser Dark Universe, bla bla bla. Mhm. Okay, ich habe hier ein Drehbuch, da können wir halt dann Dr. Jekyll mit einbauen und so. Ah, alles klar. Ja, aber wir brauchen irgendwie auch mehr, wir können nicht nur so einen Horror-Mumien-Film machen, das ist ja doof. Wir brauchen irgendwie was Actionmäßiges. Oh ja, hired Christopher McCrory an, den Stammautor von Tom Cruise, der mit Tom Cruise mitspielt. Mhm. Das sind 6 Autoren und das fühlt sich... Ja, 6 Autoren. Oh. Und das fühlt sich so an, sobald, wenn man hier und da eine Szene hat, wo man denkt, das funktioniert für sich, sei es zum Beispiel die Szene unter dem Pier, wenn die Mumie erwacht und ihre ersten Diener macht, dann ist das in dem Sinne halt so halbwegs gelungener Horror. Und man hat aber andererseits Explosion und Gewehrfeuer mit Tom Cruise und diesen Flugzeugabsturz, halt dieses typische Actionzeug, was er immer macht. Und auch ganz am Anfang die Rumgerolle auf dem Dach da. Ja, halt all das, was er macht. Und dann, sobald er zu Dr. Jekyll geht, fühlt er sich wiederum an wie ein komplett anderer Film. Komplett anderes Drehbuch. Der Dialog ist vollkommen anders. Die Performances sind anders. Das ist kein Regisseurfilm, das ist ein purer Studiofilm. Halt nichts weiter ist das. Das ist einfach nur pure Kalkulation. Komplett einfach nur auf den größtmöglichen Gewinn bedacht. Und ich muss sagen, es war ein lauter Film. Ja. Ja. Das Kino war zu laut eingestellt. Es fing ja schon an, bevor der Film überhaupt losging. Bei den Partikeln am Anfang einmal so ein BAM. Ja. Da. Der Film ist so laut. Das könnte aber auch in den Lautsprechern irgendwie liegen. Ja, ja, also irgendwas war da nicht klar, richtig. Klar, irgendjemand hat es zu laut. Das lag am Theater. Irgendjemand hat es zu laut eingestellt. Es hilft aber dann auch nicht die Tatsache, dass dieser Film bis oben hin vollgestopft ist mit verschissenen Jumpscares. Und sie verwenden denselben Jumpscare 3-mal. Halt diese Funkenkacke, die da immer kommt. Ja. Mindestens 3-mal. Und ansonsten, egal was passiert, jemand leuchtet mit einer Taschenlampe, jemand dreht sich um, jemand hebt die Hand. Jumpscare. Die verschissenen Teenies hinter uns ganz halt gelabert. Waren nur am Schreien. Ich glaube, das war der erste Film mit irgendwelchen Horrorelementen, den die je gesehen haben. Vor allem, sie haben ja nicht mal gekreischt oder so, sie haben einfach die ganze Zeit konstant irgendwas gelaut. Und jetzt, oh, guck mal, sie und bla und blub und... Ja, und dann vor allem... Ja. Das war auch tatsächlich das erste Mal im Kino, dass ich mir wirklich über Leute beschweren kann, die hinter mir gesessen haben, weil sie zu laut waren. Das hatte ich noch nicht vorgehabt. Zwar saßen ziemlich weit hinter uns. Ja. Neben mir saß ein Pärchen, die Frau hat die ganze Zeit den Kopf an der Brust des Mannes vergraben. Ich weiß nicht genau, was das sollte. Hallo, das war gruselig. Ja, es war so gruselig. Ja, zwischendurch musste ich lachen. Es gibt hier und da Szenen, die vielleicht, wie gesagt, die für sich genommen funktionieren könnten, aber zusammengesetzt ist es dieser Mischmasch, wo man einerseits diese derben Horror-Elemente hat und dann wiederum hat man halt diese Art von typischer Tom Cruise-Action und dann hat man aber auch Slapstick-Action, wie in dem Mumie-Film mit Brendan Fraser, wenn er gegen die... Das funktioniert leider nicht. Nee. Die ersten Mumie-Filme, da sind diese Comedy-Einlagen gut. Das macht den ganzen Film geiler und witziger. Und hier ist es halt so, es passiert irgendwas und man denkt sich nur so, warum haben die das jetzt gemacht? Was ist jetzt nötig? Und ich glaube, das CGI war auch besser damals. Meine Fresse, ich hab das... Können wir nicht mehr... Sind wir inzwischen an einem Punkt angelangt, wo man nicht mehr Make-up benutzen kann? Einfach müssen wir auf Cartoon-Zombies zurückgreifen, die weniger realistisch aussehen als die Piratenskelette in Fluch der Karibik von 2003. Tja. Oh. Und halt, Sophia Boutella als Mumie ist einschüchternd, wenn sie endlich das ganze CGI-Make-up losgeworden ist und dann einfach, ja, sie selbst ist, bis auf die Augen natürlich. Und
Oh, ich habe hier was für euch. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkannt habt, weil ich nicht weiß, ob ihr den Film gesehen habt. Okay. Für die allgemeinen Filmfans und euch. Schaut mal, ob euch das bekannt vorkommt. Ryan Johnston, glaube ich, hieß er. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, der Typ aus New Girl ist in diesem Film. Als quasi der Comic Relief, der nicht witzig ist. Ah, okay. Und er stirbt relativ am Anfang des Films. Und ich kann mich nicht erinnern, ihn in den Trailern gesehen zu haben. Jedenfalls nicht in denen, die ich hatte. Nee, gar nicht. Der war doch nicht tot. Und aber er ist nicht wirklich tot, sondern, und beachtet, schaut, ob euch das bekannt vorkommt. Während des ganzen Films erscheint er Tom Cruise im Prinzip als Zombie und mit jedem Mal sieht er weiter verrottet aus und er sagt zu Tom Cruise, oh, ich bin tot, aber du bist noch viel schlimmer dran, du bist verflucht, mein Freund, und es wird unabwendbar sein, es wird dich holen kommen. Kommt euch das bekannt vor? Ich glaube nämlich ja, denn dieser Plot ist exakt geklaut aus American Werewolf in London. Okay, gut, den Film kenne ich jetzt nicht. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist exakt dasselbe. Oh. Sie werden von dem Werwolf überfallen, sein Kumpel wird getötet, er wird nur gebissen und sein Kumpel erscheint ihm als immer weiter verrottende Leiche für den Rest des Films und sagt, oh, du bist schlimmer dran, Alter. Also exakt dasselbe. Echt? Oh. Absolut. Wie fandet ihr Tom Cruise? Denn ich fand ihn teilweise unterhaltsam hier, weil das ist die typische Art von Rolle natürlich, die er spielt. Ja, also aber der Hau-drauf-Typ. Ich habe das Gefühl, das wurde für einen sehr viel jüngeren Typ geschrieben als er, weil auch wenn er immer noch, müsste jetzt in den, so Anfang 50 sein ungefähr, ich weiß ja, nicht genau. Ja, noch konnte hinhauen, ja. Er kann nicht, auch wenn er in dem Sinne noch entsprechend agil ist, er schafft es nicht wirklich, mich davon zu überzeugen, dass er irgendwie Mitte 20 ist oder so. Er wirkt so lange dann ein bisschen wie ein alter Mann. Ja, wenn er und Russell Crowe miteinander im Raum sind, da denke ich jetzt, wer ist jetzt der Ältere von beiden, genau? Ich mochte Russell Crowe halt. Ich fand ihn unterhaltsam und mit seinem Mr. Hyde-Zeug fand ich war das okay, aber Moment, irgendwas zu Tom Cruise ist mir noch eingefallen. Ich mochte die Reaktion, wenn man den Trailer sieht, wenn er aufwacht. Und dann halt, keine Ahnung, er wacht auf in diesem Sack und dann in der nächsten Szene sitzt er mit der Frau, sitzt er in der Bar kippt die Shots in der einen Hand hat er ein Bier, in der anderen ein Shotglas. Und sie fragt ihn so, wie bist du aus dem Flugzeug rausgekommen? Wie hast du überlegt? Und überlegt seine Reaktion. Genau, ein links, ein rechts. Und dann aber aufstehen, ohne zu eiern. Und ins Bad rennen erstmal. Ja. Ja, und dann, Gott. Und das Love Annabelle Wallace in diesem, wir haben sie übrigens schon vor kurzem in einem anderen Film gesehen. Sie war in King Arthur. Echt? Kannst du dich erinnern an die blonde Frau, die da öfter mal mit Jude Law zusammen rumhängt? Das war sie. Ach, die? Ja, ja, ja. Dieser Nebencharakter, die hatte ich schon wieder. Ich weiß auch nicht, wer das in dem Film gewesen sein soll. Eine interessante Wandlung findet mit ihr statt, denn sie wird etabliert als eine relatives Tough Chick in dem Sinne. Die weiß, was sie tut und Kommandos geben kann und halt Tom Cruise gegenüber halt wirklich aufsteht etc. Aber sobald sie dann eine Weile mit Tom Cruise zusammenhängt, wird sie komplett inkompetent. So sehr sogar, dass sie sich nicht in der Einrichtung zurechtfinden kann, in der sie arbeitet. Ja. Das ist echt traurig. Sie tut danach nichts Nützliches mehr. Sondern ist nur das Anhängsel, um gerettet zu werden. Ja. Ich bin so froh, dass wir den nicht in 3D gesehen haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel schlimmer das ausgesehen hätte mit Regisseur ist Alex Kurtzman. Ich glaube, das ist sein erster großer, richtiger Film. Der war vorher ganz viel Produzent und Autor. Ich sag euch mal, was er so geschrieben hat. Ich fange bei den besseren Sachen an. J.J. Abrams, Star Trek. Star Trek Into Darkness. Transformers 1 und 2. Oh. Amazing Spider-Man 2. Ja, wie gesagt, ich spüre hier keine Regie in diesem Film. Das ist pures Studio, nichts weiter. Halt ich finde nichts an diesem Film war kreativ in irgendeiner Form. Halt nichts wirkte so wie irgendwie eine eigene Handschrift oder sowas in der Art, sondern es wirkte wirklich einfach wie dieser durchgeplante Blockbuster mit all den Zutaten, die für sich genommen eigentlich funktionieren müssten, aber zusammen einfach eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe. Ja, aber es war halt keine
amüsante Katastrophe wie bei King Arthur. Halt, wir saßen da nicht wie bei King Arthur, wo wir wirklich halt alle paar Minuten absolut nicht fassen konnten, was da passiert. Sondern hier ist es einfach nur so, all das habe ich schon gesehen. All das. Und meine Fresse, Universal gibt sich... Das soll der Auftakt sein eines Shared Universes mit den Universal-Monstern. Und sie haben in den letzten paar Jahren Versuche in die Richtung unternommen mit The Wolfman, was aber für sich genommen alleine steht, und Dracula Untold, wo man hier eine kleine Referenz hat sogar. Und das heißt, die halt lassen sich wahrscheinlich offen, dass sie da noch einen Dracula-Film entsprechend machen, noch in den neuen, vielleicht wieder mit dem Hauptdarsteller auch. Aber und sie machen jetzt einen Van Helsing-Film auch mit Tom Cruise. Ach. Ja, das habe ich auf IMDb gesehen. Wer war nochmal der in Dracula Untold? Wie ist der noch? Luke Evans. Das stimmt, den kenne ich aus Hobbit. Ja, genau. Ja. Und meine Güte, investieren die hier? Also schon allein die Tatsache, dass sie jetzt schon ein eigenes Logo dafür haben und dass dieser Film offensichtlich nur dafür da ist, um diese ganzen anderen Filme vorzubereiten. Das ist, wie gesagt, genauso, als würde man den ersten Iron Man gucken und am Anfang des Films sieht man irgendwie so ein Logo, wo steht Avengers Cinematic Universe oder sowas, obwohl die zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wussten, wo es hingeht. Und so viel Geld wurde da reingesteckt, so viel Planung, die haben die anderen Filme schon gecastet. Unter anderem Johnny Depp als unsichtbaren Mann und ich glaube Javier Bardem als Frankensteins Monster, ich bin mir nicht ganz sicher. Als irgendwas. Und halt, wie gesagt, Russell Crowe wird natürlich auch wieder zurückkehren. Wahrscheinlich Tom Cruise als irgendwer, ich weiß nicht wer. Weil der Crow natürlich definitiv in seinem Labor da. Ja. Also wenn das nicht nochmal auftaucht, dann... Russell Crowe ist Nick Fury. Aber ich schätze, so viel investiert und so viel vorbereitet und dieser Film aber kommt nicht gut an, wo ich mir wirklich denke, Universal, habt ihr einen Plan B? Halt, was, wenn das nicht klappt? Halt, was, wenn... Das ist einfach alles nur wie so ein zusammengewürfelter Salat wirkt am Ende. In dem Sinne kann man diesen Film auch, selbst wenn man ihn mag, man kann ihn nicht als Alleinstellungsfilm genießen, weil er das nicht ist. Weil er es absolut nicht ist. Ich fand ihn auch nicht speziell gut gemacht einfach. Es ist alles voller Computerzeugs, halt irgendwann immer halt so ein bisschen praktischere Action ist gut. Ich fand die Actionlage in der Kirche gut, das mit dem Slapstick und so. Ich fand's geil, wenn die Mumie im Wald wie in so einem Asterix-Cartoon gerade in die Luft getroffen ist. Ja. Und generell das mit dem Krankenwagen. Das war herrlich. Ja, es war nicht. Aber also da muss ich ein bisschen lachen. Jede Szene, mindestens 2 Jumpscares. Und. Oh! Und halt auch, weiß nicht, auch wiederum politisch. Halt, wenn sie dann im Irak die Mumie finden, damit sie ja nicht, oh ja, nee, Ägypten sind die Bösen, sondern halt, oh nein, die Mumie wurde hier im heutigen Irak vergraben, etc. Und wir müssen uns mit der Terroristentruppe beschäftigen. Wo ich mir denke, ernsthaft? Halt, so, selbst Marvel distanziert sich in dem Sinne ein bisschen davon, dass halt. Dass in dem Sinne fiktive Terroristen sind, so in der Art. Oh. Und wie gesagt, in dem Sinne, Tom Cruise hat hier unter Charme und alles, aber er hat überhaupt keine Chemie mit Annabelle Wallace, die halt auch ziemlich flach ist hier. Halt, er macht teilweise Spaß. Ich finde, Russell Crowe machte Spaß und Ryan Johnson, glaube ich, der hatte ein paar nette, humorvolle Einlagen. Aber ich war auch so abgelenkt einfach von der furchtbaren Lautstärke und das lag halt nicht am Film, das lag am Kino, aber halt, Film hilft nicht mit den Jumpscares. Echt, es ist so ein dermaßen generischer Blockbuster von der Stange. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt so lange über den reden. Ja. Keine Ahnung. Es ist überhaupt nicht... Pose. Es ist überhaupt nicht wert. Halt, ich habe zwischendurch wirklich so... ich weiß, ich habe nicht genau deine Reaktion gesehen, aber ich habe gemerkt, ihr habt euch zwischendurch auch mal angeguckt. Und wir beide uns auch. An welcher Stelle war das? Oder... Es gab irgendwelche. Mehrere, wo wir irgendwann hattest du gesehen, wo du auch echt nur so Dinge gemacht hast. Ja, das aber ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Vor allem auch, weil halt. War das vor der Krankenwagen-Szene im Wald oder danach? Ich muss eigentlich ziemlich genau da gewesen sein. Irgendwo da. Ich weiß, wo wir uns noch unterhalten haben bei diesen Polizisten. Die ersten Opfer von der Mumie. Ja, genau. Oh, wir sind 2 weiße Polizisten unter einem gruseligen Pier bei Nacht. Und genau. Wir suchen da liegt irgendwas, da ist ein Sarg, der ist offen. Da liegt irgendwas Fauliges, Schimmeliges unter dem Pier. Gucken wir die doch mal von ganz, ganz genau an und drehen uns dann um. Es kann doch nichts bei passieren. In dem Sinne, lustigerweise, fühlt es sich an wie ein Abklatsch von dem Power Rangers Film, weil da eine ganz ähnliche Szene ist, wie sie die Bösewichtin entdecken. Echt? Ja, ich bin mir sicher, das war unabsichtlich. Also ich denke, das ist nur Zufall, aber es war trotzdem lustig, wie ich plötzlich Power Ranger Flashbacks hatte.
Also wie gesagt, alles versaut mit diesen Jumpscares. Halt ab und zu hat man mal eine coole Einstellung, wenn sie zum Beispiel in der Tür der Kirche steht, halt da so weit, dieser weit entfernte Shot. Das fand ich gut. Und die Musik ist auch, funktioniert auch hier und da. Oder da, wo sie dann am Ende endlich in dieser unterirdischen Kathedrale da ankommen. Oder wo die Kreuzritter beerdigt waren und dann die Glockenschläge. Dong! Die Orgelmusik da mit den Glockenschlägen. Und wir wissen von Anfang an, halt wird sofort etabliert, oh ja, diese Kreuzritter, die spielen auch eine signifikante Rolle. Ja. Und vor allem, ihr wisst ganz genau, wann der Held Tom Cruise auftritt, obwohl ihr sein Gesicht doch nicht seht. Denn er ist verhüllt in der Wüstensequenz, halt mit dem Tuch und so weiter. Aber wenn man ihn das erste Mal, wenn man seine Gestalt das erste Mal sieht, hört man diese Musik. Dum, 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 dum. Und sofort, ah, da ist der Held. Ja. Was gibt's noch? Fällt euch denn irgendwas ein? Mir nehme ich irgendwie nicht. Mhm. Es war leider nicht. Eine Sache fand ich wirklich cool, wo die Mumie aus dem Glas wirklich den Sand wieder gemacht hat. Wo sie das quasi so zurückgedreht hat. Die Stadt, die auch natürlich von den ersten Mumienfilmen aufgerufen ist, das Gesicht im Wasser, das Gesicht im Sand und natürlich im Staub. Ja, das war auch exakte Kopie davon, ja. Und wie gesagt, auch das mit, wenn er auf dem Altar liegt und gegen die Zombies kämpft, das war auch exakt so wie in dem Brendan Fraser-Film. Ja. Aber da war es, die hatten einen besseren, konsistenten Ton einfach, wo du gedacht hast, das gehört alles so zusammen, auch wenn es hier und da unheimlichere Momente gibt. Aber das hier ist einfach, keine Ahnung, du hast eine Horrorsequenz mit CGI-Ratten und mit diesen Skarabäenspinnen oder wie auch immer. Aber und dann Zombie-Ideen und Besessenheit und Quecksilber, das von der Decke tropft. Ah. Es hat irgendwie so dieses epische Ende so ein bisschen gefilmt. Wenn man die ersten Filme gesehen hat, in jedem der Mumienfilme gibt es am Ende irgendeine epische Schlacht, wo Tausende gegen Tausende kämpfen. Und ich denke, wenn schon Mumie, dann sowas doch auch. Aber nein, am Ende ist einfach so, oh, die ist tot und er ist jetzt ein Ungeheuer. Okay. Ja, das ist eben auch das Problem, weil dieser Film nicht weiß, was er sein will. Ja. Weil es ungefähr 4 verschiedene Drehbücher sind. Er versucht eben so ein bisschen an die Originalmumie ranzukommen. Aber irgendwie auch nicht. Wir schaffen sie es nicht. Na, ich verstehe, dass sie versucht haben, was Eigenes zu machen, aber das ist es nicht geworden. Einfach. Es ist so dermaßen so kalkuliert und so auf so eine vorhersehbare Art und Weise zurecht geplant, dass es einfach, dass dem jegliches Alleinstellungsmerkmal fehlt. Und es fühlt sich einfach an wie dieses seelenlose Studioprodukt, das nur aus dem Grund existiert, um Geld zu machen. Es war auch visuell, fand ich, größtenteils irgendwie generisch oder langweilig fast. Es gab ein paar geile Einstellungen. Mir zum Beispiel ganz am Anfang die Opening-Szene mit dem Tunnelbohrer. Ja, das war eine schöne. Das war eine oder schöne. Oder auch mit dem Flugzeug, wo das Flugzeug aus der Staubwall rausbricht. Ist das sind gute Enthüllungsshots. Aber die sind schön. Ja. Und dann nachher zum Beispiel das, wo sie im Badezimmer sind mit dem Spiegel. Das ist zwar so witzig gemacht, dass das halt rumläuft, aber es sieht halt irgendwie nicht spannend aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Ja, aber mit dem, keine Ahnung, mit diesem Überfluss an CGI überall und das ist einfach so dermaßen. Ich bin einfach. Unter Wasser denn? Ach, guck mal, nochmal Kreuzritter. Ach, noch mehr schimmelige Leichen, die da unten jetzt auf einmal rauskommen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe Filme satt inzwischen. Ich hab Filme so satt. Ich will einfach. Kann ich in irgendeinem. Okay, Wonder Woman war eine wundervolle Überraschung in dem Sinne. Kann ich mal wieder irgendwie in irgendwas reingehen, was in irgendeiner Form einfach richtig gut ist? Halt von wegen, wo ich. Ich hatte ja auch jetzt die letzten immer so was erwischt, ne? King Arthur, ihn hier. Ich war ein großer Fan von Kong, halt Anna war da gnädiger. The Great Wall fanden wir beide gut. Es gab gute Sachen hier und da. Es gab auch scheiß Sachen mit Gregs Tagebuch. Aber der ist auch schon ewig her, da gibt es ja inzwischen einen zweiten von. Das ist der vierte. Scheiße, ich kenne nur den ersten, glaube ich. Das ist der vierte mit neuer Besetzung. Oh nee. Ja. Oh den, doch. Den spare ich mir direkt. Oh Gott. Echt, ich hätte sowas von, wenn ihr neugierig seid, meinetwegen wartet auf Netflix, aber wirklich, es lohnt sich nicht im Mindesten. Und übrigens, es gibt keine Post-Credit-Sequenz. Also das gibt es nicht. Immerhin in dem Sinne sind sie keine Marvel-Versuchs... Also in dem Sinne gucken sie nicht von Marvel ab. Das ist auch das Einzige. Ansonsten sämtliches... Oh Mann. Ja, weil ich weiß ganz genau, was dieser Film ist. Wir wissen ganz genau, was dieser Film ist. Wir haben es gerade nach und nach enthüllt.
Aber es ist, dass dann so viel Geld in sowas reingepumpt wird und niemand passt irgendwie besser auf. Genau, und niemand passt auf, dass das Erste, das, was das einleitet, nicht mal so halbwegs sinnvoll zusammengemixt ist, sondern einfach, dass es irgendwie so ein Chaos dann am Ende wird. Ja, vielleicht können wir das nochmal umschreiben, können wir es besser planen vielleicht. Vielleicht ein Regisseur mit ein bisschen mehr Vision oder sowas. Nee, nichts dergleichen. Es ist wirklich... Da hat einiges eingespielt, aber ich denke, der wird underperformen. Also das wird kein Hit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein Flop wird. Er hat auch den Charme von den ersten nicht. Aber es ist ja... Klar. Wir haben ja gesagt, es ist ja was anderes. Das ist anders. Das heißt zwar genauso, aber es ist was anderes. Irgendwas... Ich hätte an irgendwas gedacht wegen Spider-Man. Weil wir hatten einen Spider-Man-Trailer davor und ich habe mich an irgendwas... Ich habe eine merkwürdige Verbindung zu Spider-Man hergestellt, während ich die Mumie gesehen habe. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, warum. Warum habe ich an Spider-Man gedacht während der Mumie? Ich bin jetzt auch. Oh nein, natürlich, nein, jetzt weiß ich warum. Weil, oh, wir haben einen MCU-Trailer vor diesem Film, der vom MCU abguckt. Ah, jetzt habe ich es, genau. Deshalb habe ich die Verbindung aufgestellt. Da dachte ich halt, okay, das ist ironisch. Dieser andere Tom Cruise-Film von Stephen... Nee, der war nicht von Steven Soderbergh. Dieser andere Tom Cruise-Film, wo diesen Flugzeugtyp spielt, wie auch immer. Ich fand, das sah spaßig aus, der Trailer. Ja. Und auch der Steven Soderbergh-Film mit Channing Tatum. Ich fand, der sah gut aus. Mhm. Der konnte sich lohnen. Wie hieß er? Lucky Logan? Lucky Logan. Ja, etwas in der Art. Ich habe erst Daniel Craig gar nicht erkannt. Das war cool. Ja. Wer weiß, wo das hinführt. Also so sehr, wie die darin investiert werden. Ich denke, die werden sich darum bemühen, dass das weitergeht. Ich frage mich nur, wie setzen sie das um? Wenn sie es genauso umsetzen, dann kann man es vergessen. Ich weiß noch nicht, was das... Wie gesagt, also Van Helsing ist geplant, irgendwas in der Art. Aber wird es dann Van Helsing in der Heutezeit eventuell? Und mit Tom Cruise als Van Helsing? Oder? Ich weiß das nicht. Aber auf jeden Fall, Tom Cruise spielt mit irgendwie. Und vielleicht und das, ist ja dann das Monster, was gejagt wird. Oh ja, es ist ja so schön so... Stimmt, weil alle verbinden immer Van Helsing mit Dracula, aber auch schon der Universal Van Helsing, auch vom Mumienregisseur, der hat ja auch verschiedene Monster kombiniert. Also würde das in dem Sinne auch als eine weitere Zusammenführung dienen dann. Ja. Ja. Gebt euer Fazit ab und dann beenden wir das hier. Also was wäre deine abschließende Meinung? Also ich fand ihn stellenweise ganz okay, auch schön optisch, aber insgesamt funktioniert er nicht. Mm. Schön kurz und knackig, was ist dann deine? Ja, wie gesagt, optisch funktioniert er teilweise, aber die Story ist total Banane, das kann man eigentlich vergessen. Also guckt ihn euch nicht an. Mein Fazit ist, passable Einzelmomente, absolut nicht stringentes Ganzes, ziemlicher Fail und in den seltensten Fällen wirklich unterhaltsam. Leider. Ich hoffe, das nächste Mal können wir vielleicht auch wieder zu dritt in irgendeinen Film gehen, der da besser ist. Ja. Vielleicht gehe ich morgen in Transformers 5, ich weiß es noch nicht. Vielleicht. Ich meine, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als mich zu quälen. Wie auch immer, ich bin mir sicher, wird auf irgendeine Art unterhaltsamer sein als die Mumie und ist wahrscheinlich auch besser gemacht. Gut, das war's. Ich freue mich super doll, dass ihr dabei wart. Vielleicht könnt ihr euch mal reinlehnen, weil ich kann das so... Yay! Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das mit dem Ton ging soweit in Ordnung. Wenn nicht, wir haben uns sehr oft wiederholt und haben euch... Ich werde euch bei dem HVV. Ja, genau. Scheiß HVV. Und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und die nächste Review wird aber unter besseren Umständen entstehen. Auf jeden Fall danke dafür. Jetzt kommen wir von der harten Bank runter. Vielleicht seht ihr ihn auch nochmal wieder, würde mich freuen. Hat sehr viel Spaß gemacht, trotzdem mit ihm natürlich. Ist immer schön, wenn man zu mehreren ist im Kino und Anna ist müde. Also, ja, ich schlafe. Ich würde sagen, genauso wie ich fast. Ich habe eine sehr kurze Nacht hinter mir, also da werde ich einiges aufholen müssen. Gut, wir verabschieden uns. Das war Lava Reviews. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ihr seht mich auf jeden Fall beim nächsten Mal und einen der beiden oder beide garantiert auch demnächst. Dankeschön und tschüssi.